Burg Hohenfels zur Osternacht. Schwarz und gezackt hoben sich die unregelmäßigen Kanten des alten Gemäuers gegen den graudunklen, wolkenverhangenen Nachthimmel ab. Die Gipfel der hohen Buchen, Eichen und Fichten, die die Burgruine umgaben, säumten wie kleine Baldachine den groben, rechteckigen Ausschnitt, den die Mauerreste vom Himmel übrig ließen. Sie wogten im Wind, mal sachte, mal heftig in einer plötzlich aufkommenden Böe, so dass der Steinboden des zerfallenen Raumes im Schattenspiel der hin und her schwankenden Blätter und Zweige wie eine unruhig zitternde Wasserfläche erschien. Wie ein schnelles, schemenhaftes Boot oder wie der Umriss eines großen Meerestieres, eines Wales oder Haies unter der Oberfläche, schoss nun etwas Schwarzes über den steinernen Ozean. Ein großer dunkler Schatten streifte die Wipfel und ein markerschütternder hoher Schrei durchschnitt die Luft. Eleanor zuckte wie vom Blitz getroffen zusammen und kauerte sich instinktiv auf den Boden. Erneut hallte der Laut durch die Stille, diesmal schon weit entfernt und klagend wie der Ruf einer Möwe. Wahrscheinlich war es eine Eule auf Beutezug gewesen oder irgendein anderer Jäger der Lüfte. Eleanor atmete zitternd aus. Seit ihre gesundheitlichen Probleme schlimmer geworden waren, waren ihre Nerven fast permanent angespannt, auch wenn sie nicht mutterseelenallein stundenlang in einem dunklen Wald zur Nachtzeit in dem Gemäuer einer alten Ruine saß und ängstlich auf jeden Laut lauschte. Fahrig blickte sie um sich. Die fein ziselierten gotischen Fensterbögen, die sie an diesem Bau immer so fasziniert hatten, waren von dem Gebäudeteil aus, in dem sie sich befand, nicht zu sehen, und seine massiven, auf halber Höhe abgebrochenen Steinwände, lediglich von ein paar kraftlosen Brombeerranken besiedelt, deren letztjährige Blätter stumpfe Rostfarben in das braune, tote Laub malten, übten auf Eleanor nicht einen Bruchteil der Anziehungskraft aus, die diese Kammer, mit Teppichen behangen und von weichem Kerzenlicht erleuchtet, in jener einzigartigen Nacht vor über einem Jahr für sie geborgen hatte. Nun warf nur ab und zu, wenn die Wolken sich ein wenig lichteten, ein fahler Mond einen blassen Strahl auf die nackten Steinquader und akzentuierte die Leere des Ortes, in dessen Mitte ein einsames menschliches Wesen in einem olivgrünen Rock mit einer luftigen weißen Schnürbluse, geschützt unter einem violetten, mittelalterlichen Wollumhang, saß und wartete. Ein feiner Nieselregen bedeckte Eleanors Gesicht. Noch war er angenehm, doch sie hoffte, dass er nicht stärker wurde und sie bis auf die Knochen durchnässen würde. Die Schmerzen in ihren Knien peinigten sie in dieser Nacht besonders, und die Feuchtigkeit, die von dem nassen, kalten Laub ausströmte, war ihrer chronischen Gelenkentzündung bestimmt nicht zuträglich. Aber dies hier war wichtiger. Würde er noch einmal kommen? Würde er sich erbarmen, wenn er sah, wie sie sich in Sehnsucht nach ihm verzehrte? Sicher, irgendwie war er ja schon bei ihr, so hieß es ja immer, und so hatte sie es über ein Jahr lang versucht zu glauben und zu akzeptieren. Er war bei ihr, irgendwie. Aber nicht so, dass sie etwas davon merkte, nicht so, dass es ihr tiefes, schmerzhaftes Verlangen lindern konnte, nicht so, wie er ihr an jenem Heiligabend begegnet war, dessen Geschehnisse seither beständig durch ihre Traumvorstellungen spukten. 2 Wochen lang war sie nun schon jeden Abend hierher gekommen, in einer verzweifelten Hoffnung, die mit jeder ereignislosen Nacht dahinschwand, bis sie schließlich nur noch zu einer resignierten, ganz schwach, mit einem letzten Rest von kindlich naiver, irrationaler Erwartung durchsetzten Gewohnheit geworden war. Diese Nacht würde die letzte sein, ihr letzter Versuch. Wenn sie jemals eine Chance hätte, dass er sich ihrer erbarmte, dann heute, in der Osternacht, wo sein Sieg, seine Auferstehung, seine Heldentat für die Menschheit gefeiert wurde. Damals, als er mir das erste Mal begegnete, war es ja auch eine besondere Nacht, Heiligabend. Wenn ich überhaupt noch eine Chance habe, dann heute. Doch das hatte sie sich schon vor Stunden gesagt, als noch nicht Mitternacht vorbei gewesen war, als die Turmuhr der kleinen mittelalterlichen Kirche unten im Dorf noch nicht 5 Uhr geschlagen hatte, wie sie es soeben tat, als ihre Glieder noch nicht so steif und durchfroren waren und noch nicht ganz so viel schmerzten wie jetzt. Eleanor reckte die verspannten Schultern, bewegte halbherzig ihre eingeschlafenen Finger und ließ dann resigniert die Arme sinken.
Ich kann ihn nicht dazu bringen, zu mir zu kommen. Ich kann es nicht erzwingen. Wahrscheinlich treibt ihn gerade das von mir. Er will sich nicht festlegen lassen, nicht manipulieren lassen. Er kommt dann, wann er will und tut das, was er will. Es war mein Fehler, seine Unberechenbarkeit zu missachten. Müde legte sie sich mitten ins nasse Laub und ließ die Tränen der Enttäuschung achtlos aus ihren Augen rinnen. Kalt und beißend ätzten sich ihre Spuren auf ihre Wangen. »Bitte begegne mir doch noch ein einziges Mal. Ich würde alles dafür geben, alles«, flüsterte sie vor sich hin, während eine kalte Hand ihr immer fester das Herz zuschnürte, während eine kalte Stimme ihr immer lauter ins Ohr wisperte, dass ihr Flehen keinen Sinn hatte, dass es eher sogar das Gegenteil bewirken würde. »Bitte komm, du bist doch für mich gestorben. Ich kann dir doch nicht egal sein. Ich kann nicht leben ohne dich. Ich werde verzehrt vor Sehnsucht nach dir. Bitte sei mein Retter.« Der Wind rauschte in den Wipfeln der hohen Buchen und Fichten und wehte die milde, würzige Nachtluft, vermischt mit kleinen, weichen, gischtartigen Regentropfen um Eleanors Nase. Irgendwo in der Ferne hörte sie ein Käuzchen. Sein einsames Rufen klang traurig, verlassen, verloren, so wie sie selbst. Mit einem kleinen Schluchzer vergrub sie sich in das vermoderte Laub und krallte ihre Finger in die kalte, dunkle Erde, bis ihre Fingernägel auf den nackten, unnachgiebigen Stein trafen. »Ich bin nicht so herzlos, wie du denkst.« Mit einem Ruck flogen Eleanors Augen auf. Sie sah nichts, nur die gezackte, kahle Steinwand, nur die welken Blätter auf dem Boden, nur den dunklen, mit schwarzen Wolken durchsetzten Nachthimmel über sich. Ein leichter Windstoß zerrte an ihren Haaren. Hatte sie sich die Worte nur eingebildet? Hatten ihr eigenes Wunschdenken, ihre überreizte Fantasie ihr einen Streich gespielt? Wie konnte sie nach diesem wilden Hoffnungsschimmer eine nochmalige Enttäuschung verkraften? Stöhnend sank sie ins tote Laub zurück. »Nimm mir alles, meinen Beruf, meine Gesundheit, meine Beziehungen, alles, aber bitte nimm mir nicht dich.« »Du musst mich nicht gnädig stimmen mit Opfern.« Sie zuckte zusammen. Wieder war nichts zu sehen, doch hatte die Stimme diesmal so deutlich geklungen, als wäre er wirklich hier, als würde er direkt vor ihr stehen. Ein leichter Regenschauer rieselte auf ihren Kopf herab, wohl von einem überhängenden Baum, und sie schüttelte sich leicht und zog die weite Kapuze ihres Umhangs fester um sich. »Es ist mir selbst das tiefste Bedürfnis, dein Retter zu sein.« Mit diesen Worten nahm er langsam vor ihr Gestalt an, löste sich wie aus einem Nebel, bis sie sein dunkles, bodenlanges Gewand, seine langen schwarzen Haare, seine hellen Gesichtszüge, die über alles geliebten graugrünen Augen erkennen konnte. Sie schluckte und blinzelte, wollte sich ihm zu Füßen werfen, doch irgendetwas hielt sie zurück. Etwas, das wehtat in ihrem Herzen, das sie immer noch wie eine kalte Hand umklammerte, das damit drohte, fast alle Freude dieses heiß ersehnten Wiedersehens aus ihr herauszusaugen. »Und warum hast du dann so lange auf dich warten lassen? Warum bist du nicht schon vor Wochen zu mir gekommen, wo ich dich doch so sehnsüchtig herbeigewünscht habe?« Es klang anklagender als beabsichtigt, doch sie musste die nagende, quälende Frage äußern, damit die Bitterkeit darüber nicht eine Mauer zwischen ihnen errichtete, die grober, kälter und härter sein würde, ist die dickste Außenwand der malerischen Festung. »Ich bin immer bei dir, ganz nahe, auch wenn du mich nicht fühlst, auch wenn keine Kammern einer alten Burgruine zum Leben erweckt werden.« Für einen Moment grinste er fast schelmisch, dann wurde er sofort wieder ernst. »Vielleicht wollte ich, dass du erkennst, dass es noch so viele andere Arten gibt, mir zu begegnen, dass ich dich nie verlasse, auch wenn du mich nicht siehst.« Seine Augen nahmen plötzlich einen zutiefst gequälten Ausdruck an. »Aber wenn du mich nicht anders erkennen kannst als so, noch nicht oder nicht hinreichend, um dein Verlangen zu stillen, wie könnte ich dein Leiden länger ertragen?« Ihr Gesicht wurde weicher. »Deshalb bist du heute gekommen?« »Deshalb bin ich heute auf diese Art für dich fassbar, ja.« »Und jetzt?« fragte sie halb ängstlich, halb schicksalsergeben. »Gehst du jetzt sofort wieder, damit ich das andere alles lerne, was du gesagt hast?« Er strich ihr zärtlich über die Wange,
Nein, jetzt bin ich hier. Tränen der Erleichterung traten in ihre Augen bei dieser Zusage, bei dieser Berührung. Sachte fing er einen der Tropfen auf, der über ihr Gesicht rann. Wie könnte ich deine Hilfeschreie missachten? Wie könnten sie mir nicht tiefer ins Herz schneiden als das schärfste Messer? Denkst du, ich würde mich nicht noch unendlich viel mehr nach dir sehnen, als du dich nach mir? Stumm erwiderte sie seinen Blick. Komm, ich will dir mehr von der Burg zeigen. Er nahm sie bei der Hand und zog sie zur entfernten Ecke des Raumes, wo sich ein Torbogen in den dunklen, verzweigten Gang öffnete, durch den sie bei ihrem allerersten gemeinsamen Besuch die Königskammer betreten hatten. Obwohl Ella nur genug Zeit gehabt hätte, hatte sie diese Gänge nicht ausgekundschaftet, weil ihr ganzes Interesse eigentlich nur der Königskammer galt, beziehungsweise dem, was darin geschehen war. Direkt am Ausgang hielt ihr Begleiter nun kurz inne, reckte eine Hand über den Torbogen und holte aus einer Nische einen metallenen Gegenstand, der sich bei näherem Hinsehen als eine kleine Laterne entpuppte. Für einen kurzen Moment ließ der König ihre Hand los, entzündete die Laterne, wie genau dies geschah, war ihrem Blick verborgen, und packte dann ihre Hand wieder umso fester, um sie durch den Torbogen hindurch und dann direkt um die Ecke des Raumes zu führen. Eine schmale, gewundene Treppe, halb hinter einem Mauervorsprung versteckt, so dass Eleanor sie bisher noch gar nicht bemerkt hatte, führte hier in die Tiefe. Die ersten paar abgetretenen schiefen Stufen waren noch vage zu erkennen, dann verlor sich der Weg in einer Schwärze, gegen die sich die Dunkelheit in der zum Himmel hin offenen Königskammer selbst zu dieser Nachtzeit wie Dämmerlicht ausnahm. Zweifelnd wich Ella nur ein wenig zurück und sah ihren Begleiter stirnrunzelnd an. »Ich werde vorangehen und deine Hand festhalten«, sagte er beschwichtigend, während er die Laterne hochhielt und sein Fuß mit sicherem Tritt die erste Treppenstufe berührte. »Du brauchst mir nur zu folgen.« Eleanor wappnete sich gegen den dumpfen Geruch von Moder, feuchtem Stein und abgestandenem Urin, der in den Verliesen so gut wie jeder Burg, die sie bisher besucht hatte, zu lauern pflegte. Doch hier war nichts davon zu bemerken. Die Luft war zwar nicht so frisch und mild wie an der Oberfläche, eher kalt und unbewegt, aber auf eine ganz eigene Art auch nicht unangenehm. Der massive Stein ringsum, der nur grob aus dem Felsen gehauene Boden, die schweren schwarzen Fackeln in ihren Eisenhaltern, die sie nun im Licht der Laterne an den Wänden erkennen konnte, erinnerten Ella nur daran, dass sie sich in einer richtigen Burg befand, einer Festung, die früher Verteidigungszwecke zu erfüllen hatte und nicht nur mit ihren gotischen Fenstern das Auge erfreuen oder mit ihren Prachtsälen ein Zeugnis von Adel darstellen sollte. Eine dicke, eisenbeschlagene Eichentür versperrte ihnen nun den Weg. Der König blieb stehen, holte mit einer schwungvollen Bewegung eine der großen Fackeln aus ihrer Halterung und entzündete sie an der kleinen Laterne, die er Eleanor in die Hand gab, um selbst die Fackel hochzuhalten. »Damit du mehr siehst, wenn ich gleich die Tür öffne.« Für einen Augenblick fragte sich Eleanor, ob er die ganze Zeit einen so großen Schlüssel mit sich herumgetragen hatte, der in dieses massive Schloss passen würde, doch dann sah sie den fraglichen Gegenstand an einem Haken direkt neben der Tür hängen. Es dauerte nicht lange, bis sich die schweren Flügel knirschend öffneten. Im ersten Moment musste Eleanor die Augen schließen, weil die plötzliche gleißende Helligkeit, die ihr aus dem Gewölbe entgegenblitzte, sich wie ein Pfeilhagel in ihr Gehirn bohrte. Langsam nahm sie dann Finger für Finger vorsichtig die Hände von den Lidern und blinzelte in den Raum. Das flackernde Licht der Fackel wurde von unzähligen Metallflächen zurückgeworfen, was fast den Effekt eines Spiegelsaales hervorrief. Bei genauerem Hinsehen erkannte Eleanor, dass es sich um Rüstungen handelte, die entlang der groben Steinwand aufgereiht waren, komplett mit Helmen, Arm- und Beinschienen und diversen anderen Schutzteilen. Daneben hingen unzählige Schwerter verschiedener Größen in kunstvoll gearbeiteten Scheiden an Haken von der Wand, und auf dem Boden lehnten Schilde von unterschiedlicher Größe und Dicke aus Holz, Metall oder Leder in runder, ovaler oder rechteckiger Form. Jeder enthielt ein anderes Wappenzeichen, die teilweise klar und einfach gestaltet waren, teilweise komplizierter, hier und da sogar unendlich fein gearbeitete und in der Art keltischer Metallornamentik ineinander verschlungene Motive aufwiesen.
Dies ist meine Waffenkammer, erklärte ihr Begleiter mit majestätischer Stimme. Mit einem ehrfurchtsvollen Schauer wurde Eleanor bewusst, dass sie nicht nur ihren einfühlsamen Geliebten, ihren aufopferungsvollen Erlöser vor sich hatte, sondern ebenso einen starken, kampferprobten Krieger, dessen Feinde bis ins Mark vor seiner Macht erzittern mussten. Mit einer neuen Scheu und einem undefinierbaren Gefühl in der Magengrube sah sie schüchtern zu ihm auf. Er hob seine Hand, strich ihr zärtlich über die Wange und fuhr dann sanft mit seinen Fingern ihren Arm hinab, bis er ihre Hand wieder erreicht hatte, die er zart an seine Lippen führte. Eleanor spürte, wie ihre Knie weich wurden. Errötend hielt sie sich für einen Moment an seiner Schulter fest. Er lächelte sie an. Widerstrebend löste sie schließlich ihren Blick von seinem Gesicht und ließ ihn in dem weiten Kellergewölbe umherschweifen. Seine Decke war höher, als sie von seiner Lage her vermutet hätte, und sein Ende konnte sie von hier aus gar nicht erkennen. Es schien ein sehr langgezogener Raum zu sein, fast eine Art erweiterter Gang. Hier und dort bemerkte sie nun zwischen den Rüstungen vereinzelte Podeste, auf denen besondere Stücke ausgestellt zu sein schienen, die jedoch so klein waren, dass sie von ihrer momentanen Position aus nicht festmachen konnte, worum es sich handelte. »Manche der Rüstungen sehen sehr klein aus, sie würden fast mir passen«, fuhr es ihr durch den Kopf. »Und von der Form her würde man sogar denken, sie seien für Frauen gemacht«, sie runzelte die Stirn. »Meine Schwerthand wird immer für dich da sein, und mein eigener Körper ist dein Schild«, hörte sie die Stimme ihres Königs an ihrer Seite. »Aber dennoch würde ich dich gerne nach und nach mit einigen Gegenständen aus dieser Kammer ausrüsten und dich selbst das Kämpfen lehren.« Eleanor schwieg. Sie war sich noch nie wie eine Heldin vorgekommen, doch hier überkam sie auf einmal das Verlangen, all diesen herrlichen Schutz zu besitzen. Jeglichen Angriffen auf ihr Leben beherzt die Stirn bieten zu können. Aber sie war so schwach, so unwissend, so unerprobt. Konnte aus ihr je eine Kämpferin werden, der ein Feind nicht nur mit Hohn und Spott begegnen würde? »Lass mich dir die einzelnen Rüstungsteile erklären«, sagte der König sanft, so als hätte er ihre Gedanken gelesen. »Der Brustpanzer selbst ist die Gerechtigkeit.« »Nicht deine eigene«, fügte er schnell hinzu, nachdem er Eleanors alarmierten Blick aufgefangen hatte. »Damit könntest du nicht bestehen. Es ist meine, die ich dir geschenkt habe.« Sie seufzte erleichtert auf. »Sie wehrt jede Anklage des Feindes bezüglich deiner eigenen Schlechtigkeit von dir ab.« Er strahlte sie herzlich an, wie um zu beweisen, dass ihn ihre Makel, der sie sich bei der Erwähnung dieses Wortes nur allzu bewusst war, nicht im geringsten davon abhielten, sie zu lieben und trotz allem schön zu finden. »Der Helm des Heils«, fuhr er fort, »dient einem ähnlichen Zweck. Er schützt deinen Kopf vor Gedanken, die dir einreden wollen, du seist nicht erlöst. Das hier«, er ging zu der nächstgelegenen Rüstung und hob ein solides, mit goldenen Mustern verziertes Lederband an, das seitlich herabhing und das Eleanor bisher noch gar nicht wahrgenommen hatte, »ist der Gürtel der Wahrheit. Natürlich gibt es auch hier verschiedene Ausführungen aus verschiedenen Materialien. Damit bindet man sich all die losen Enden seines Gewandes fest, damit sie einen nicht beim Kampf behindern.« Eleanor zuckte zusammen bei dem Wort Wahrheit und dem Anblick des festen, ledernen Gegenstandes. Wollte sie wirklich in allem die Wahrheit hören, die volle Wahrheit, egal wie diese aussah? »Du brauchst keine Angst vor der Wahrheit zu haben«, fuhr der König freundlich fort, so als hätte er ihre Gedanken gelesen. »Die Wahrheit ist zu 100% positiv, keine harte, unbarmherzige Wahrheit oder so etwas. Im Gegenteil, sie ist barmherzig und sie befreit. Ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist Liebe, reine Liebe.« Er strahlte sie an. »Schau, das wäre zum Beispiel ein passender Gürtel für dich.« Er führte sie zu einer der kleineren, grazil gearbeiteten Rüstungen und berührte einen doppelt genähten, samtenen, grünen Stoffstreifen, der mit weißen Lilienemblemen bestickt war. Eleanor fand ihn wunderschön und strich scheu mit einem Finger darüber. Er fühlte sich warm und weich an, fast so, als wäre er lebendig. Ihr Begleiter bückte sich inzwischen und hob vom Boden unter einer der nahestehenden Rüstungen ein paar lederne Sandalen auf, die er hochhielt. Eleanor sah schnell unter die Ausstattung direkt vor ihr und bemerkte ebenfalls ein paar Schuhe, die jedoch aus einer Art Leinenstoff in zartem Lila zu sein schienen.
und so verspielt gearbeitet waren wie eine Glockenblumenblüte. Dann gibt es noch die Stiefel der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens, kam die Erklärung des Königs. Eleanor schaute verwirrt drein, ob dieses langen Titels, während sich gleichzeitig wie so oft ein diffuses Druckgefühl in ihr breit machte, da dies so klang, als würde nun von ihr erwartet werden, das Evangelium zu verkündigen. Zentral ist in diesem Begriff das Wort Friede, ging ihr Begleiter auf ihre unausgesprochenen Gedanken ein. Das bedeutet, dass du Frieden mit Gott hast, unabhängig davon, was du tust. Gerade und nur das Wissen und die absolute Freiwilligkeit, dass du gar nichts zu tun brauchst, ist es, das deine Füße zu irgendwelchen sogenannten Diensten beflügelt. Er lächelte sie warmherzig an und sie erwiderte zaghaft die Geste. Nun kommen wir zu den beiden Zentralstücken, fuhr er fort. Zuerst einmal dem Schild des Glaubens. Mit einer vagen Handbewegung umfasste er die unterschiedlich gestalteten Schilde aus Metall, Leder oder Holz, die überall in dem Raum prangten. Dies ist die Hauptdefensivwaffe, die alle flammenden Pfeile des Feindes abwehren kann, vor allem, wenn der Schild mit Wasser getränkt ist, sodass sie sofort daran verlöschen. Ich denke, ich muss dir dazu nicht mehr viel erklären, außer eines. Auch diesen Glauben musst und kannst du nicht selbst erwirken, sondern er ist mein Geschenk an dich. Wenn du mir einmal dein Herz geschenkt hast, und das hattest du freiwillig, aus deinem eigenen Wunsch heraus an jenem Heiligabend, wird mein Herz in dir, mein Geist in dir, den nichts vertreiben und nichts überwältigen kann, den Glauben immer mehr in dir wirken, ohne dass du auf Dauer irgendetwas dagegen tun kannst, weil es dein innerstes Begehren ist, selbst wenn es dir vorkäme, als würdest du dich noch so sehr dagegen sträuben. Er grinste sie zwinkernd an. Wie gut er sie kannte, mit all ihren Ängsten. Eleanor schloss für einen Moment die Augen, so groß war ihre Erleichterung bei diesen Worten. Doch er fuhr schon fort. Das Schwert des Geistes schließlich ist die einzige Offensivwaffe dieser Rüstung. Es ist mein Wort. Wenn der Feind dir zusetzt, dann halte ihm meine Worte entgegen, vor allem die, die ich dir eigens persönlich gesagt habe. Damit allein kannst du ihn in die Flucht schlagen. Eleanor atmete tief durch, leicht überfordert von dieser Informationsflut und trotz aller Zusicherungen zunehmend beunruhigt. Ihr Blick glitt durch das Gewölbe, von dessen Wänden die unzähligen Metallteile sie zu bedrängen, auf sie zuzukommen, fast sie zu erschlagen zu drohen schienen. Sie hatte das Gefühl, immer weniger Luft zu bekommen. »Und solange ich dies alles nicht anziehe, bin ich nicht gerecht und so weiter?« fragte sie schließlich keuchend mit entsetzter Miene. »Du bist all das, auch wenn du die Rüstung nie anziehen würdest. All das habe ich dir schon längst geschenkt. Im Endeffekt bin immer ich deine ganze Rüstung und ich werde niemals zulassen, dass du zugrunde gehst.« Beschwichtigend strich er ihr über die Haare. »Eigentlich besitzt ihr auch alle diese Rüstungsteile schon, aber ihr müsst sie euch bewusst machen, sie euch bewusst anlegen, um sie effektiv gegen die Angriffe des Feindes einsetzen zu können. Sonst kann er euch verwirren und verunsichern und euch weismachen, ihr hättet all das nicht.« Eleanor atmete etwas auf und nickte nachdenklich. »Also, welche dieser Waffen möchtest du heute wählen?« wandte sich ihr Begleiter erneut an sie. »Falls du überhaupt eine nehmen möchtest«, fügte er freundlich hinzu, als er ihren zweifelnden Gesichtsausdruck sah. Eleanor nickte wieder stumm. Stirnrunzelnd lief sie ein Stück weit in den Raum hinein und sah sich einzelne Stücke genauer an. Ein mattgoldener, fast floral anmutender Brustpanzer erweckte ihr Interesse, der aus vielen kleinen, sich überlappenden, unregelmäßigen Plättchen zu bestehen schien und sie an die Rüstung des Perseus auf den Gemälden des Präraphaeliten Burne Jones erinnerte, eines ihrer Lieblingsmaler. Fasziniert wollte sie gerade den Gegenstand einer näheren Betrachtung unterziehen, als ein goldenes Glitzern seitlich rechts davon ihre Aufmerksamkeit ablenkte. Eleanor wandte sich zu dem Podest, von dem ihr das Funkeln entgegenkam, und erkannte unter einer gläsernen Schutzhaube einen kleinen, gefiederten Pfeil. Er war weder besonders massiv noch besonders auffällig gearbeitet, wies auch keinerlei Ornamentik auf, und doch zog sein Anblick sie magisch an. Unwillkürlich trat sie einen Schritt näher, streckte die Hand aus und fuhr halb ängstlich,
halb ehrfürchtig über die Glasabdeckung. »Ah, ja, das«, meinte ihr Gastgeber, der ihren Gesten mit seinen Augen gefolgt war. »Eigentlich gehört es nicht wirklich in diese Waffenkammer, aber dann doch wieder, gerade erst recht.« Er schien selbst über dieses Rätsel nachzudenken, so als überlege er, wie er ein Geheimnis in Worte kleiden konnte, das noch allen rationalen Erklärungen enthoben war. Sein unergründlicher Gesichtsausdruck ließ Eleanor nur noch neugieriger auf den mysteriösen Pfeil werden. »Was meinst du damit?« insistierte sie. »Bitte erkläre mir, was es mit dem Pfeil auf sich hat.« Er gab einen kleinen Seufzer von sich, von dem sie nicht wusste, wie sie ihn interpretieren sollte. »Nun gut«, meinte er dann, »warst du schon einmal in Rom?« Eleanor nickte, auch wenn ihr unklar war, was diese Frage mit dem Thema zu tun haben könnte. »Kennst du Berninis Statue der heiligen Teresa?« Wieder nickte Eleanor, diesmal etwas heftiger. Die Ekstase der heiligen Teresa, bei der ein jungenhaft anmutender Engel einen Pfeil in der Hand hielt und auf die am Boden liegende Heilige richtete, deren Gesichtsausdruck böse Zungen über die Jahrhunderte hinweg immer mal wieder eher eine irdische als eine transzendente Verzückung nachgesagt hatten, hatte früher zu Eleanors Lieblingskunstwerken gehört, ohne dass sie genau zu sagen vermocht hätte, warum. Dies ist der Pfeil, der in Teresas Vita erwähnt wird, nach deren Beschreibung Bernini sein Marmorbildnis geschaffen hat, fuhr ihr gegenüber fort. Ist dir die Stelle bekannt? Eleanor schüttelte den Kopf. Der entsprechende Abschnitt ihres Lebensberichtes schildert eine Vision, die sie hatte. Ein Engel durchbohrte sie mit diesem Pfeil. Dadurch wurde eine alles verzehrende Sehnsucht nach Gott in ihr entflammt, die sie seither nicht mehr losließ, fasste er so knapp und sachlich zusammen, dass Eleanor den Eindruck hatte, als wollte er absichtlich alle Emotionen aus seiner Stimme heraushalten. Nichtsdestotrotz schluckte sie und starrte ihn mit großen Augen an. »Dürfte ich, darf ich mir auch den Pfeil aussuchen?« fragte sie dann mit zitternder Stimme. Der König schwieg einen Moment. »Du hast doch schon Sehnsucht nach mir«, sagte er dann leise. »Gerade vorhin hast du doch so sehr darunter gelitten. Möchtest du nicht lieber, dass ich sie wegnehme, wenn sie dir so weh tut?« »Nein«, erwiderte sie vehement, »bitte nicht. Bitte nimm sie mir niemals weg. Sie zeigt mir doch, dass ich dich noch liebe. Sie ist mein größter Schatz.« Ihre Stimme war zu einem Flüstern herabgesunken. »Bitte lass sie nie aufhören. Bitte mach meine Leidenschaft nach dir immer größer, bis es nichts mehr gibt für außer dich.« »Bis es nichts mehr für mich gibt außer dir. Sei du meine Waffenrüstung. Sei du alles für mich. Alles, was ich jemals brauche. Ich wähle den Pfeil.« Wieder schwieg er, diesmal ein paar Minuten lang, und musterte sie prüfend. »Es ist eine Liebe, die schmerzt«, sagte er dann ernst. »Und sie wird nicht mehr aufhören zu schmerzen. Sie kann dich alles kosten. Alles andere kann vor ihr ins Nichts versinken. Sie ist stark wie der Tod und unnachgiebig wie das Grab. Möchtest du sie wirklich haben?« »Ja«, sagte sie entschieden, »mehr als alles andere.« Wortlos ging er zu dem Podest, hob die Glasabdeckung auf und ergriff den kleinen Pfeil an seinem dünnen, goldenen Schaft. Vorsichtig hielt er ihn zwischen den Fingern ein Stück von seinem Körper weg und stellte das Glas an seinen Platz zurück. Dann kam er langsam auf Eleanor zu. Leicht zitternd stand sie still, ihre geweiteten Pupillen gebannt auf den kleinen, glänzenden Gegenstand gerichtet. »Nein, nicht hier«, sagte er leise. Er nahm sie sachte bei der Hand, zog sie zum Ausgang des Gewölbes, blies in einem gewaltigen Atemzug die Fackel aus, hängte sie wieder in ihre Halterung und bückte sich, um die kleine Laterne aufzunehmen, die Eleanor achtlos auf dem Boden abgestellt hatte. Durch den düsteren Gang führte er sie wieder zurück, die engen, gewundenen Treppenstufen hinauf, bis sie den Eingang zur Königskammer erreicht hatten. Eleanor war auf mattes Kerzenlicht gefasst, doch durch den Torbogen hindurch schlug ihr eine gleißende Helligkeit entgegen, die sie im ersten Moment fast wie ein Feuer anmutete. Dann bemerkte sie, dass sie sich im Freien befanden. Nicht nur das Dach, auch die gegenüberliegende Außenwand des Raumes,
sowie die Hälfte der beiden seitlichen Begrenzungen fehlten. Der Gebäudeteil ging nahtlos in die davorliegende Landschaft über, in den grasigen Berghang, auf dessen Kuppe die Ruine stand, in den lichten Wald mit seinen hohen Bäumen. Die Sonne war mittlerweile aufgegangen und tauchte alles in ein strahlend warmes, gelbweißes Licht, das von überall herzukommen schien und sich sogar auf dem Boden zu ihren Füßen in unzähligen kleinen Reflexen spiegelte. Ein süßer und zugleich ein würziger Duft erfüllte die Luft, den Eleanor nach den dunklen Steingängen begierig in ihre Lungen sog. Sie blickte blinzelnd um sich und erkannte, dass sich vor ihr ein nicht enden wollendes Meer von weißen Lilien ausbreitete. Es erstreckte sich nicht nur den Hang hinunter, sondern hatte auch den ehemaligen Steinboden der Königskammer restlos eingenommen. Es waren wilde Graslilien, deren unzählige kleine, schmale, spitz zulaufende Blüten sich sanft im Wind bewegten, so als würden sie leise tanzen oder anmutig die Köpfe neigen. Überall auf ihren zarten Blütenblättern und lanzettförmigen grünen Blättern glitzerten Tautröpfchen, die in der Morgensonne wie Diamanten funkelten. Eleanor hob ihren Blick auf die umliegenden Bäume und zog überrascht die Luft ein. Keine der hohen Buchen, Eichen oder Fichten war mehr zu sehen. Stattdessen breiteten sich die weit ausladenden Kronen fremd anmutender, majestätischer, dunkelgrüner Nadelbäume über ihr aus, wie Baldachine, deren Schatten wie wedelnde Fächer über die Lilien zu ihren Füßen schweiften und deren Zweige die aromatische Note in der Luft beizusteuern schienen. »Es sind Zedern«, hörte sie die leise, verträumte Stimme des Königs neben sich. »Zedern sind die Balken unseres Hauses.« Es klang wie ein Zitat, wie ein Windhauch, der direkt aus einer fernen Zeit und einem anderen Ort zu ihr herwehte, aber Eleanor konnte es momentan nicht einordnen. Der König wandte sich ihr nun ganz zu, seine Hand immer noch um ihre geschlungen, und hielt ihren Blick mit seinem fest. »Leg dich zu mir, meine Geliebte, bis der Tag kühl wird und die Schatten fliehen.« Eleanor starrte ihn stumm an, während ihr Herz anfing schneller zu schlagen. »Das Hohelied, er zitiert das Hohelied«, schoss es ihr durch den Kopf. Da zog er sie schon sachte mit sich zu Boden, mitten unter die duftenden Lilien. Wie in einem Traum befangen, starrte sie in den wolkenlosen Himmel über ihr, auf die schwankenden, aromatischen Zedernzweige, nahm aus dem Augenwinkel die Reste der rot-gelben Burgmauern zu ihrer rechten und linken wahr, spürte die sanfte, liliendufgetränkte Brise an ihrer Stirn und ihren Wangen. Unter den Zedern gab ich all meine Liebe. Über die Festungsmauern hinweg wehte der Wind sein Haar gegen seine Schläfen und liebkoste mit sanftester Hand all meine Sinne. Woher hatte sie diese Zeilen? Von wem stammten sie? »Johannes vom Kreuz«, vernahm sie die leise Stimme ihres Geliebten. »Du hast es neulich in einem Lied gehört.« Nun erinnerte sie sich. Es gehörte zu ihren Lieblingsliedern. Wie konnte alles so zusammenpassen, jedes Detail sich wie ein Puzzlestück nach dem anderen einfügen, in ein Gemälde, das sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht auszumalen gewagt hätte. Mit großen Augen richtete sie wieder ihre volle Aufmerksamkeit auf ihren König. Sein linker Arm lag wie ein weiches, warmes Kissen unter ihrem Kopf, während er sich seitlich von ihr halb aufstützte und ihr Gesicht betrachtete. Die Morgensonne stand direkt hinter ihm und umrahmte sein Haupt wie mit einem Kranz aus Licht, der nach außen hin mit dem blauen Meer des Himmels verschwamm. Wie ein durchsichtiger Seidenvorhang fielen seine dunklen Haare halb über sein geneigtes Gesicht herab und schlangen sich um die blühenden Lilienstängel, die Eleanors Kopf umgaben und ihr Sichtfeld ringsum einrahmten. »Wie eine Lilie unter Dornen ist meine Geliebte unter den Frauen«, hörte sie seine Stimme flüstern. In seiner rechten Hand sah sie etwas Goldenes aufblitzen. Jetzt erst erinnerte sie sich wieder an den Pfeil, an ihre Wahl in der Waffenkammer, die ihr inzwischen Welten entfernt vorkam. Eine bange, erwartungsvolle Vorahnung zuckte durch ihren Bauch. Der König hob langsam seine Rechte, dann hielt er inne und schien für einen Moment zu zögern. »Wenn dich dieser Pfeil durchbohrt hat, wirst du eine ständige Wunde in deinem Herzen tragen. Du wirst hungern und dürsten nach einer Person, die dir große Strecken deines irdischen Daseins
unsichtbar, unhörbar, unfassbar, unnahbar erscheinen wird, die du in diesem ganzen Leben nie so anfassen kannst wie einen anderen Menschen, der du selten so begegnen kannst wie jetzt in diesem Moment. Du wirst verzehrt werden von einer Sehnsucht, die Zeit deines Lebens nur bruchstückhaft, ansatzweise gelindert werden kann, deren Erfüllung dir erst nach deinem Tod richtig zuteil wird. Überlege dir gut, ob du das wirklich möchtest. Sie sah ihm fest in die Augen. Ich möchte es aus tiefstem Herzen, weil du diese Person bist. Er ließ die Hand mit dem Pfeil sinken und Eleanor blickte ihm verwirrt nach. Er legte den goldenen Gegenstand im Gras ab, nahm vorsichtig seinen Arm unter ihrem Kopf weg und begann die Schnürung ihrer weißen Bluse über ihrer Brust zu öffnen. Eleanor erschauerte, als seine Finger ihre nackte Haut berührten. Nun hatte er die Stelle ihres Herzens freigelegt und sie lag offen und verletzlich vor ihm da. Beschützend legte er seine linke Hand direkt darüber. Seine rechte ergriff nun wieder den Pfeil. Er nahm den schlanken goldenen Schaft zwischen Daumen und Zeigefinger und Eleanor nahm am Rande wahr, dass eine Flamme an der Spitze des Pfeils zu leuchten schien, die sie vorher dort nicht bemerkt hatte. Eine Flamme so intensiv orangegelb wie die feinen Staubgefäße im Herzen der zarten Lilienblüten. Er holte kaum merklich aus und stieß mit unerwarteter Schnelligkeit die nadelscharfe Spitze mitten durch Eleanors Herz und dabei gleichzeitig durch seine Hand, die es unentrinnbar festhielt, so sehr es auch instinktiv zurückzucken mochte. Ein derart starker Schmerz durchstach ihre Brust, dass sie unkontrolliert laut aufstöhnte. Er breitete sich in ihr aus, drang in jeden Winkel ihres Bewusstseins vor, bis es sich anfühlte, als stünde ihr ganzer Körper, ihr komplettes Wesen in Flammen. Die Liebe ist Feuerglut, eine mächtige Flamme. Viele Wasser können sie nicht auslöschen, Flüsse können sie nicht hinwegschwemmen. Sie spürte, wie der Pfeil wieder herausgezogen wurde, und es kam ihr vor, als würde ihr ganzes Inneres mit ihm von ihr gerissen. Eine Sehnsucht loderte in ihr auf, deren Intensität ihr den Atem raubte. Sie tat so weh und erfüllte sie gleichzeitig mit solchem Glück, dass Eleanor für einen Moment befürchtete, unter ihrem Ansturm zu vergehen. Alles in ihr schrie nach ihrem Geliebten, verzehrte sich nach ihm mit der letzten Phase ihres Seins und labte sich gleichzeitig an seiner grenzenlosen Liebe. Sie war nichts ohne ihn, unvollständig ohne ihn, sie konnte nicht leben ohne ihn. Der Gedanke, ihn jemals zu verlieren, zerriss ihr Inneres, war schlimmer als der Tod. Alles würde sie geben, alles ertragen, für diese eine Perle, diesen einzigen Schatz. Nie wieder konnte sie mit irgendetwas anderem zufrieden sein als mit ihm. Allmählich ebbte der Schmerz etwas ab und doch spürte sie, dass er noch da war, in all seiner Schärfe und Süße. Was hatte er gesagt, ihr König, ihr Ein und Alles? Es ist eine Liebe, die schmerzt, und sie wird nicht mehr aufhören zu schmerzen. Sie sollte nicht aufhören, nie mehr aufhören. Sie war das Kostbarste auf der Welt, und sie, Eleanor, würde alles, wirklich alles dafür hergeben, sie für immer behalten zu dürfen. Ich gehöre meinem Geliebten, und mein Geliebter ist mein. Langsam öffnete sie die Lider und sah direkt in sein Gesicht. Tränen glitzerten auf seinen Wangen, schwammen in seinen Augen, und nun erst wurde Eleanor bewusst, dass auch ihr ganzes Gesicht von Tränen überströmt war. Doch ihr Bräutigam lächelte sie durch den doppelten Schleier ihrer beider Tränen hindurch so strahlend an wie ein Sonnenaufgang. »Komm her, ich möchte dir ein Geheimnis verraten.« Seine Hand legte sich um ihren Kopf, sein Mund kam ganz nah an ihr Ohr heran, und Eleanor hörte ihn flüstern. »Was du jetzt fühlst, ist ein kleiner Bruchteil, ein ganz kleiner Bruchteil davon, wie ich für dich empfinde.«